Die Zeit hat es sich wieder ergeben. Wir sind wieder mal wieder in einen Tag von Heaven Dog drinnen. Und damit begrüße ich an alle Personen, die hier in dem Livestream sind, an diesen wunderschönen Montag. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht echt allen gut. Mir geht echt soweit alles gut. Außer, dass ich vielleicht ein paar Sachen vorher vor dem Stream hatte. Aber lachen wir echt einfach mal weg. Und ich sag mal so, hüpfen wir einfach in die schöne Winterlandschaft von Heaven Dog. So, natürlich bin ich. Boah, hab ich mich daran erschreckt. Und ihr habt da gerade kein Bild, sehe ich da gerade. Warum habt ihr kein Bild? Weil ich wahrscheinlich seitdem auch kein Heaven Dog mitgespielt habe. Ja, ihr bekommt sofort ein Bild. Und einmal da runter. Und ihr wollt natürlich vielleicht auch ein Bild von mir sehen, wenn ich die Kamera hier auf die Schnelle finde. Ja, so. Das heißt, wir sind wieder im Spiel. So, Nico ist auch dabei. Warum ist Nico heute so leise? Ah, hi. So, ich mach euch ein bisschen den Spielsound ein bisschen leiser. Ja, ich weiß, dass ich ein bisschen Hunger habe. Darum sollte ich vielleicht mal was essen. Ich muss mich erstmal wieder an diese dann Steuerung gewöhnen. Ich weiß auch nicht, warum hier eigentlich noch Winter ist. Wir spielen heute auch kein ETH 2, sondern Heaven Dog. Das steht hier im Titel eigentlich auch herum. Wir möchten erstmal. Ah, da war eine Kiste. Erstmal was trinken. So. Erstmal kurz was trinken. Ah ja, mit 11 kann ich nochmal das Inventar öffnen. So, wir sehen auch schon wieder gleich heller aus und gesünder. So, ich weiß, muss gerade selber erstmal schauen, wo wir genau das letzte Mal aufgehört haben. So, da kommt wieder irgendein verzauberte Hexe kommt an. Ja. Wir haben Zeit. Oktober kein Heaven Dog mehr gespielt. Habe ich eh gerade gesehen. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss hier erstmal nur schauen, wie ich nochmal in der. Anna. Ich weiß ja, wie ich wieder. Ich muss auf Forschung klicken. So. So. Da brauchen wir einmal diese Schaufel, die haben wir noch nicht. Wir brauchen 10, die hier haben wir auch noch nicht. Okay, Feuerwerkkörper haben wir auch noch nichts. Ich wollte ja das letzte Mal hier weiter forschen. Und, ah ja, ich wollte ja die Kaffeebohnen hier zubereiten. Da habe ich aber noch nicht hinbekommen, weil das einfach noch nicht so hingehauen hat, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber ich würde einfach mal lodig nachdenken. Ich würde mich hier mal um die Ölplattform kümmern, dass da mal 120 Stück kommen, werde gleichzeitig mich um diese. Oder ich mache erstmal die Schaltplatten, dann kümmere ich mich um das Öl und gleichzeitig um die
große Reichweite. Da sind wir ja von 6 von 10. Und dann, sobald das alles mal fertig ist, könnten wir wahrscheinlich auch hier auf Kaffeebohnen umschalten. Aber das dauert wahrscheinlich noch. Und dann brauchen wir hier noch Stärkung. Okay, da haben wir alles noch nicht. So, Tee, das kommt alles noch. So, Radio kommt auch erst noch. Alles klar. Dann baue ich hier erstmal noch vier Schalt, diese Schalt, Pläne da zusammen. Und was macht Nico heute? Nico hört man nicht. Nico, kannst du mal kurz was sagen? Oh, ja, das stimmt. Moment, haben wir sofort gelöst. Danke für das Bescheid, dem. Na, Discord, wo hast du dich versteckt, Alter? So, jetzt sollte man dich auch hören. Test, Test, hallo, hallo, hallo. Ja, perfekt. Oh, perfekt. Damit ein wunderschönes, oder auch ein wunderschönen guten Abend von mir in den Chat. Ja, lange ist es her, ja, dass wir Hafendorf gespielt haben. Ja. Ja. Vielleicht auch, das war in Oktober, also wenn das so hingeht, war es echt erst im Oktober. Und hier ist ja auch noch Winter, also im Spiel hier, warum das immer noch so ist, keine Ahnung. Obwohl heute, als ich Hafendock bei mir, kurz bevor ich rein bin, aktualisiert. Ja, vielleicht sind die auch noch nicht auf dem neuesten Stand. Das kann ja sein. Schauen wir mal, wie sich entwickelt. Ja. Ja, ich bin hier gerade Wasser wie so ein Verrückter. Dass die Leute sich wieder was zu trinken in ihren Kanister kippen können. Ich hab den Fisch mal geholt. Ich schwefel da. Ich hab ein Achievement, oder Schwefel. Nee, ich hab keinen Schwefel. So, wir bräuchten 10 Schwefel. Dann könnte ich da mal die ganzen Sachen auf. Bessern. So, ich schaue noch mal bei den Schaltplatten hier. 3 sind fertig, einer ist jetzt gleich auch fertig. Perfekt. So. Ja. Ja, wir haben da schon eine sehr schöne Welt. Warum ignoriere ich gerade deine Nachricht? Krümel. Ich hab dich schon gelesen. Hallo, hallo. Wurde Zeit. Hi Nico, hi Nico. Hallo. Ich schau schon hin und wieder in den Chat. Das bitte drück bei euch bitte mal auf F5, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr so. Ich hab das bei mir schon geändert. Das kann ich nur sagen. Die Musik macht mich da gerade irgendwie so
Bin ich in Winterloch angekommen? Ja, das ist wie so, so eine Art, wie sagt man, Winter Wonderland oder so. Ja. So, wir warten kurz auf die Forschung. Wir brauchen dann die 120. So, dann. Ja, im Chat, das kann ich nicht ändern, weil das ist automatisch. Weil, wenn man echt zu spät den Stream startet, kann ich echt nicht nochmal ändern. Das ist das Problem. Deswegen steht im Chat immer das, was vorher drin war. Und wenn man echt nie, da eingeschaltet hat vorher, dann ist das leider so. Dann kann ich daran leider auch nichts ändern. Aber im Titel ist das geändert, aber der Bot schickt die erste Nachricht dann auch immer raus. Und da ist das eben noch so, dass ich auf eben auf das andere Spiel noch andeutet. Problem ist, den Stream vorher gestartet, dann kannst du echt auch nicht mehr ändern. Okay. Und da, ja. Wenn ich das jetzt versuche. Warte mal. Roboter aus Aufwertung des Schaffens. Aha, aus. Ja, Roboter Auswertung. Hab ich schon gesehen. Krümel. Und ich hab dir auch was geschickt. So. Dann tun wir echt einmal aufbessern. So, ein unbekannter Wissenschaftler kommt an. Was für ein Wissenschaftler? Ja, sehr schön. Mit Biologie, Chemie. Gut. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ein Herr Ricky kommt auch in den Talk. Na, ich kann auch wieder gehen. Alles gut? Also kannst du ruhig bleiben, alles gut. Wie ja, kann man. Im Chat stand das noch Eurojox mit. Ja, das ist eben so was, wenn du den Stream startest, verdächtig hast, den Titel zu ändern. Warum wurde der zu spät gestartet? Weil du immer so viel duschen gehst. Bleib mal sein. Ja, jetzt bin ich ihr. Eieiei. Man kann hier ja auch einfach nichts verbergen. Reinlichkeit muss sein. Ja, gleich in klare Position zurück hier. Hier passt schon, alles gut. Naja, gut. Da will ich mal Krümel nicht alleine lassen. Ich geh okay. Mal Krümel. Ja, mach. Bleib bei ihr, weil dann ist sie dann allein. Das sollte sie nicht allein sein. Ich bin noch einen schönen Abend. Jo, schönen Abend. Danke. So, 16. Ja. Bei wen höre ich mich hier schon wieder doppelt? Also, ich Nico? Mach jetzt auch mal dein Chat auf, aber ich habe dich schon auf stumm gestellt. Ah, okay. In, Dings, also, alles gut. Ja. So, ich brauche 120 von diesen raffiniertes Öl. Raffiniertes Öl. Darum warte ich. Mein Öl habe ich da. Olivenöl, Sonnenblumenöl, was braucht man denn?
Ja, raffiniertes Öl wird in einer Chemiewerk aus Rohöl hergestellt und üblicherweise zur Herstellung von Kunststoff oder zum Schmieren von Turbinen verwendet. Oh. Was passiert denn da oben? Ajo, ajo, ajo. Ja, dann pach auf! Lösch das Feuer! Welches Feuer? Es ist keins. Bei der Verbrennung in einem Kraftwerk entstehen weniger Schadstoffe als bei Rohöl. Zum Herausnehmen anklicken. Umschalten klick, um das gesamte Output zu entfernen. Ja. Oh, oh. Krümel! Krümel! Willst du hier einen Menschen im Krankenhaus besuchen? Den zweiten? Krümel, du hast wohl gerade einen Bendy kurz vor Herzinfarkt geschickt. Jetzt. Jetzt weißt du mal, wie das manchmal mir dann geht, wenn auf einmal unverhofft so ein Sound-Alert reinschneit, wenn du darauf nicht vorbereitet bist. Das Problem ist, der ist bei mir dann nochmal dreimal so lauter als bei euch, glaube ich. Ja, speziell, ja, wenn du es noch auf den Ohren speziell hast, also wenn du es über Kopfhörer laufen lässt, ja, klar, da hörst du es dann doppelt so laut, beziehungsweise kommt drauf an, wie du es halt lautstärke technisch eingestellt hast. Ja, das stimmt. Das ist dann leider Gottes so, ja. So, ich warte hier erstmal, bis die hier ein bisschen fertig sind, weil ich brauche 120 Eisenschmied ist da, okay, aber brauche ich da gerade nicht. So, ich brauche noch 80 von diesem Öl. Oh, ja. Und ich brauche irgendwas zum Essen. Habe ich irgendwas? Hier bei den Burgerbeeten, sage ich jetzt mal, bin ich gerade. Okay, ja. Bin gerade bei den Beeten, da wächst gerade wieder einiges nach an Essen. Ja, ist doch in Ordnung. Ach, steht mein Haus eigentlich, oder stehen meine Häuser eigentlich noch? Weil ich hatte mal das letzte Mal versucht, hier mal ein bisschen was alleine zu machen. Und fällt mir gerade ein, dass ich ja mal hier, weil mir gefallen die ganzen Schlafmützen hier nicht. Wir haben zwar okay. Haben wir Halloween? Ich dachte immer 31. Oktober. Nein, wir haben heute auch wieder Halloween. Nee, Fasching, heute ist der Rosenmontag. Hello. Ja. Aber er ist leider irgendwie nicht irgendwie umgestellt. Warum nicht? Weil ich keiner außer mich der ich überhaupt einstellt. Ich weiß, ich doch irgendwo. Oder, nee, ist das so nicht gespeichert? Ja, aber gut. Sonst hätte Benny sich wahrscheinlich gewundert, was macht denn das doppelstöckige Haus hier? War doch beim letzten Mal nicht. Alles gut. Nee, weil ich hatte versucht, ein mehrstöckiges Haus zu bauen, was zwar mir auch gelungen ist, aber irgendwie eingangstechnisch wahrscheinlich kann das nicht so. Ganz ideal da. Oh. Nee, ich hab ich rette da. Und doch, Ricky, vielen Dank für dein Einbit, den du uns
mir gegeben hat. Danke. Ich möchte mal bald. Ich möchte auch bald mal die ganzen Sound Alert auch mal anpassen. Ich weiß. Aber im Laufe dieses Jahres wird das noch irgendwann passieren. Und danke für den zweiten Wassermarsch. Ja. Danke, ja. Ich bin schon. Gilt auch für dich, Nico. Du musst was trinken. Warte mal, ich mir gleich mal was holen. Jo. Ich nehme mir eine Spezi. Ich sehe jetzt auch wieder besser aus. Nee, falsch. So. Ja, ich brauche noch knapp 350 von diesen Edelsteinen. Oder, ja, Mineralen. Die einfach echt lange dauern. Ich schau mal bei dem, Gebäude hier. So. Ja. Wolltest du nicht essenstechnisch dich irgendwie aufladen oder? Ja, wollte ich. Eigentlich. Hier war die Kirche. Okay, da ist das dann nicht gespeichert. Mal gucken. Ich muss nicht mal kurz schauen, was. Oh. Nee. Oh, ein Grill brennt. Weil irgendwas wieder auf dem Grill, kommen ist. Ja, von dir wahrscheinlich. Ja. Kaputtes Radio. Haben wir nicht eigentlich schon ein kaputtes Radio? Aber Zauberstab, Bauplan. Nee, das brauche ich alles gerade noch. Das brauche ich alles. Bronze? Nee, das brauche ich alles. Das brauche ich alles. Nee, das kann ich leider nicht hergeben. Wir hatten doch hier mal auf. Was wollt ihr auch einmal mit A, B, C, D, E, F, D, H, J, K und so weiter? Ja, moin, Ricky. Wey! Wir hatten doch mal hier auch Feuerstellen, oder bin ich jetzt komplett bedudelt, ne? Bist du auch rausgeflogen? Nein, ich bin noch im Spiel drin. Du bist wohl rausgeflogen? Ja. Dann starte ich. Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Koch das Spiel. Komisch. Okay. Danke, Spiel. Also heute hat es irgendwie dein PC mit dir, oder? Ja, nee. Eigentlich ist alles in Ordnung. Eigentlich. Passiert mal. Sorg mal hier für ein bisschen. Joa. Habe ich hier den Namen falsch geschrieben? Ja.
Ja. Ich bin in der falschen Lobby. Sorry. Ich beende echt schon wieder. Ja. So lange ich aber nur das Problem ist. So. So, Benny, bestätigen. So. Düdüdüt. Verbindung wird hergestellt. Die Filmrollen sind cool, ich weiß. Verbindung wird hergestellt, Verbindung wird hergestellt. Währenddessen sammle ich mal die Holzkohle ein. Okay, ich warte mal kurz, 2 Sekunden. 1, 2. Nein. Es sieht einfach nur herrlich aus. Oh, Insel klein geraten. Ja, ich mach mal kurz ein Foto. Eine Erinnerung. Okay. Da stellt sich jetzt mir die Frage: Wer von euch kann sich das vorstellen, auf so einer kleinen Insel mal zu wohnen? Krümel, du. Oder Nico, Ricky, du? So, ich hab was zum. Au! Wenn der. Ich muss hier mal kurz schauen. Oh, das hatte ich vorhin auch. Gut. Während Benny mit der kleinen Technikpanne nutze ich mal die Chance, mir was zu holen. Also getränketechnisch. Ich bin gleich wieder auch für euch da. So. So. Weil ihr die Filmrollen reingeschickt habt, bekommt ihr so einen Schokoladentee. Ich weiß da nicht, wie die nochmal dann heißen. Käse, ja. So, Schlupp, da bin ich wieder. Nico? Ja, bitte? Kannst du mal aus der Welt von bei dir rausgehen? Weil ich komme nicht auf die Welt, wenn du drin bist. Ich blute! Jo. Ich entschwinde mal. Ich habe jetzt extra Hafen doch mal beendet. Jo, dann starte ich wieder so. Und dann der Name, den ich dir vorhin auch geschickt habe, ist wieder der selbe. Derselbe. Ja.
Hafendock. Na, ich hab sie vorhin gehabt. Und dann warte ich kurz, bis du wieder da bist. Die ist kalt. So. Dann müssen wir mal kurz die Heizung andrehen. Die Heizung andrehen und meine Bewohner nicht. Meine Königreich-Bewohner essen? Ja, die dürfen doch essen. Weil ohne Nahrung kommt man nicht weiter. So, die sind so faul, sich manchmal was zu nehmen. Die sind sogar so faul, in ihre Häuser zu gehen. Obwohl sie Häuser haben, gehen sie dann hin. So, weiter. So, bestätigen. Wir warten mal kurz, bis er wieder da ist. Genau. Ich weiß, das ist irgendwie immer irgendwie sehr komisch. Aber ich muss sagen, Hafendock gefällt uns beide. Hat so was von Raft. Ja. Ein bisschen. Ja, das stimmt auch jeden Fall. ich bin doch die Käskönigin. Der Käsekönigreich. Du isst mein Dorfbewohner. Schäm dich. Oh. Ja, dann sollte ich vielleicht gehen. Doch, tschüss. Ich hoffe, ich habe richtig eingegeben. Ja. So, jetzt baut sich wieder dann einiges mehr auf. Hey, wer hat Benny jetzt verjagt? Wer bekennt sich schuldig? Soll ich wiederkommen? Wäre nicht schlecht, weil ich bin jetzt wieder da. Okay, das nächste Mal frage ich um Erlaubnis, dass ich Käse essen darf. Tut mir leid. Auch wenn du Hunger hast, hast du Hunger. Okay, ich soll einfach in die Ecke gehen, wo ein Creeper auf mich wartet. Okay, genau richtig, mache ich. Ja, alles klar. Ach, jetzt baut sich wieder 20 Minuten lang drauf. Ach, ist das schön. So, jetzt muss ich nur erstmal schauen, was ich eben eigentlich alles hatte. Ah, okay, ich habe immer noch meine 44. Input. Nicht jetzt. Und dann gehe ich wieder nach oben. Was brauche ich denn hier? Ah ja, ich wollte kurz an den Werkstatt schauen, ob meine Forschung vorhin noch wieder da ist. Nee. Okay, aber wir können die Forschung auch gleich beenden. Und dann brauchen wir noch die drei Batterien.
Okay, ja, da ist kein Problem. Ja, hier schläft schon wie jemand wieder. Krümel, schläfst du einfach schon wieder auf den Sandbank da? Oder Ricky, bist du das? Das weiß ich da gerade nicht. Da ist der Weihnachtsmann! Weihnachtsmann, was machst du denn hier unten? Sehr komisch. Sehr komisch, was der Weihnachtsmann auch einmal hier. Deswegen. Ach, bei dir baut. Da kann ich den echt hier bauen, hä? Ja. Wahnsinn. Ja, in die Heaven Dog tut auch immer sehr viel an Ressourcen. Okay, Hawaii-Pizza magst du nicht? Oder möchtest du eine Hawaii-Pizza haben? Kann ich irgendwie beides daraus verstehen? Hi. Ja, was ich vorhin gegessen habe, war keine Hawaii-Pizza, das war eine scharfe Pizza, die ich gegessen hatte. Ach, nein, Ananas auf Pizza, das hört sich nicht. Vielen Dank für den Bit. Ananas auf Pizza, lieben Dern. Ich meine, wer es mag, also ich persönlich, wenn man mich jetzt selber fragen würde, also ich habe schon oft genug Pizza Hawaii gegessen und also mich stört das nicht, wenn Ananas auf Pizza ist. Aber jeder wie er mag. Ja. Der ein oder andere, es gibt ja zum Beispiel so Haribo Pizza gibt's ja auch. Und da würde ich zum Beispiel sagen, nee, wäre absolut nicht meins. Weil Haribo? Esse ich lieber so anstatt. Ja, gibt's wirklich Haribo Pizza. Gibt's okay. Wirklich. Und nochmal für gedacht, den vierten Bit. Danke. Du musst gesagt, deine Bit nie loswerden, die du noch übrig hast. Och, ich weiß da nicht, wie viele Bit hast du denn hier eigentlich schon vergeben? Also, laut Punktestand hier, wenn ich jetzt richtig gucke, 46.242. Was? Was? Wo bist du denn? Ich meine, ich bin bei Bits. Ricky, oder vielleicht kann ich euch auch selber später mal schauen. So, du hast 100, ja 100 Bit hast du auf jeden Fall schon verschenkt. Das kann ich schon mal sagen. Und Krümel tut schon wieder mit Filmrollen reinschmeißen. Glaub Krümel, du hast dich in die Filmrollen verliebt, habe ich das Gefühl. Ich meine, die Filmrollen sind ja auch geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß. Und die Person, die ich gemacht hat, Nico kennt die Person. Oh ja. Nur leider habe ich sie jetzt schon. Das letzte Mal habe ich sie gesehen, wo wir sie auf dem Markt mal getroffen haben. Wo sie ja. Ich weiß. Aber seitdem habe ich sie nicht wieder gesehen. Eigentlich. Nee. Ich glaube, alle haben irgendwie einfach ja zu viel zu tun. Wenn man davon, mal absieht, dass er eigentlich in der Nähe ist, beziehungsweise eigentlich in derselben Stadt wohnt wie ich.
In dem Fall schicke ich mal Grüße raus. Vielleicht sieht sie uns ja zu. Vielleicht. Oh, ups. Ja, ich brauche erstmal super viel hier. Willst du Kekse haben? Ja, nimm. Wo kam ich der Bit her? Naja. Oh, komisch. Ich kümmere mich mal später um das ganze Bit-Prinzip hier. Ja. Oh, bin ich am Keks verteilen. Ja. Schmeckt der? Oh, Kekse. Ich suche über an dieser Straße Krümelmonster. Ja, wir haben Krümelmonster geliebt. Das waren noch Zeiten. Sesamstraße, Ernie und Bernd. Dann hier Samson oder Simson, wie er hieß. Na, der Kollege ist ja, der ist ja völlig schmerzfrei. Hängt mal an der Bärenfalle. Na dann, gute Nacht, wenn es zuklappt. Sauber. Sauber, sauber, sauber. So. Ja. Ricky, wenn es so weitergeht, löst du bald auch den Hype-Train aus. So, wenn ich löse jetzt auch mal ein paar Punkte ein. Mach das. Also ich hoffe, ich verpasse jetzt keinen Herzinfarkt oder so. Okay. Einen Sub. Nee, ein Abo, ein Bah. Jo. Dann. Du hast ein Geschenk. Geschenk. Abo. Von anonym bekommen. Anonymes erhalten. Ja, anonym heißt, von einer unbekannten Person hast du ein Sub, ein Abo bekommen in Stufe 1. Vielen Dank. Oder vielen Dank an für Nico. Aber von wem auch immer, keine Ahnung. Jo. Bitte, bitte, Dankeschön. Und kein Problem, ich helfe auch gerne mit, was den Chat betrifft. Deswegen habe ich den ja auch hier auf, dass ich nebenbei auch mal hier mit drauf gucken kann. Und das macht sich auch übelst bemerkbar, wenn man zwei Bildschirme hat. Ja. Finde ich genial. Weil auch ich sehe übrigens, auch nicht. Ja. Übrigens möchte ich mich nochmal für die Leute, also praktisch die am Freitag letztens mit zugeschaut haben, wie Krümel und Co., für dieses Länderwirrwarr nochmal entschuldigen. Ja, lach der Hund mal einfach aus der Welt dran. Es ist einfach was passiert. Da hat Laubje einfach für heute, bin immer dabei. Ich weiß, Krümel, wenn du die Zeit hast, kannst du gerne immer dabei sein. Ja. Auch wenn du im Lurk bist, bist du immer herzlich willkommen.
die Leute, die in den Lurk wollen, einfach Ausrufezeichen Lurk und ihr kommt in den Lurk-Modus. Oder ihr seid dann im Lurk-Modus. Ja, wer vielleicht sich zuschaut, der bekommt auch Punkte. Und je mehr Punkte ihr sammelt, umso mehr könnt ihr auch einlösen. Und ich sag mal so, bei 145.000 könnt ihr VIP werden. Und das ist eine Person, die schon relativ lange dabei ist. Deswegen ist die Kosten dafür auch relativ hoch. Zu hoch! Zu hoch? Da ist bei. Ich hab mich reingeschlichen. Da ist bei anderen auch ungefähr so hoch. Ja, ja, ich weiß doch. Ich weiß doch. Ich könnte das monatlich machen, aber wer bei mir VIP ist, Ausrufezeichen DC, dann kommt ihr auch in Discord. Ich möchte eigentlich auch Was merkst du je? Auch den Filmproduktion Benjamin Discord würde ich mal checken. Ach so, das. Weil dein Discord. Ja, dann oder. Dein Discord ist ja nicht verknüpft. Aber Krümel. Ja. Ich kann dir gleich schon mal sagen, der Discord-Server ist da gerade im Umbaumodus. Der wird Ende. März wird er fertig sein. So. Ups. Ich wollte nicht nach oben. Ich habe das leider nicht verstanden, wenn ich weiter spende. Ja, du bekommst ja ein Abzeichen. Je mehr Bit so du ja spende. Das ja, ist ab. Ich bin auf Platz 1. Das ist ab 1 Bit, dann die 100, dann die 500, so, ja, ja, 1000. Ich habe bis 10.000 schon voll. Aber nicht bei mir. Ich habe das schon freigeschalten, aber ich habe nicht so viele Bits, sonst hätte ich schon links mal 10.000 reingestellt. Aber nicht bei mir, hast du 10.000. Ja, ich voll. Da geht gleich voll das Risiko. 10.000 freigeschalten. Bei dir? Nee. Ja, ich könnte, wenn ich so viele Bits jetzt hätte, könnte ich jetzt dir 10.000 dir reinschicken. Aber da machst du ja nicht. Dann. Na, weil ich auch nicht so viel habe. So viel habe ich auch gar nicht. Was denkst du, warum ich dir immer nur ein Bit schicke, weil ich nicht mal 100 mehr habe? Ich gebe auch die Sound Alert, die mit dem Bit sind, die kannst du auch einlösen. Hä? Unter dem Info, bei den Infokästen ist so eine Soundbox. Und die kann man mit Bits einlösen. Okay. Musst du mir das nächste Mal zeigen? Ja, mach ich. So, gleich sind wir bei 400 angekommen. Wir sind bei 362. Von diesen. Können eure Leute alle unter Wasser atmen? Oder ja. Was ist das? Wir haben so einen. Wow. Ach ja, jetzt sehe ich es erst.
Die haben solche Helme auf, ja. Dann ziehe ich es aus. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich wollte schon sagen, wenn solche Menschen will ich jetzt auch sein, die unter Wasser atmen können. Gut, gut, dann gehe ich wieder zur Krümel rüber. Mach das. Und immer schön artig sein, sonst kommt der Nikolaus nicht und der Weihnachtsmann. Ich habe wieder mal eine vom Blitz geschlagen gekriegt. Oh Gott. So, ich gehe mal auf Tauchstation. Ach, zu mir kommst du? Hallo? Und hier geht's ja ab wie in einer... Ja. Wie in einer Massenproduktion. Ich weiß. Öl wird gefördert. Ja. Also, wir machen das ja besser als manch andere. Ja, besser als die USA. Sag ich doch gleich. Oder wie Russland. Oder Deutschland. Ich wollte jetzt nicht so speziell drauf eingehen. Ich habe dazu schon meine Meinungen. Ja, alles gut. Hier und da mal zu kräftig kundgetan. So, wir haben unsere 400 und dann halten wir den hier mal Level. So, jetzt brauche ich 800 Hilfe! So, aber, wir können dann auch deutlich mehr produzieren von diesen Wichsen. Wo ich immer noch frage, warum Wichsen eigentlich so pink aussieht, das will bis jetzt mich nicht verstehen lassen. Wissen Sie pink aus? Okay, entweder haben die Entwickler mal den rosa-roten Panther sich angeguckt. Oder vielleicht kennt das ja der ein oder andere noch von euch. Ich weiß es nicht. Sagt euch die Trickfilmserie noch was? Pinky und Brain? Mir sagt das gerade nichts. Bin ich der Rat? Das sind so zwei Ratten. Die eine, Brain ist sehr, sehr schlau und als irgendwelche Einfälle und versucht da irgendwie sonst was. Und die andere, Pinky, ich sag mal so, die hat einen leichten Kladderadatsch weg. Und der Anfang von Pinky und Brain ist dann immer so, wenn es dann immer geht, was machen wir heute, Brain? Und dann Brain, wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen oder so ähnlich. Und Pinky und Brain, die haben so rosa-pinke Nasen. Okay. Und wahrscheinlich haben die Kleid dann wahrscheinlich zu viel geguckt, oder? Vielleicht. Ich weiß es nicht. So, Batterie. Ich muss hier nochmal kurz schauen, wie man so eine Batterie herstellt. Ah, hier. Batterie. Ich brauche Schwefel. Schwefel bekomme ich hier wieder. So, dann brauche ich so einen Motor und vier davon. Oh, warte mal. Und ich brauche noch eine Schaltplatte, die ich daran aber nicht verfügbar habe.
Nee, die Schaltplatte waren ja hier. Ah ja, ich brauch noch mal so einen Goldbarren. Ja, oh. Ah ja, um die Schalt... Perfekt. Mehr Ölplantagen. Ja. So, ich brauche die eine Schaltplatte. Aber wir brauchen zwei Kabel, oder? Ne, eins. Dann passt das. So. Output ist fertig. Dann die ich hier hin. Dann mache ich dich mal cool. So, ich trink mal kurz was. Gute Idee. Ich wundere mich gerade eigentlich, wo mein Bot eigentlich heute ist. Weil der ist heute mal komplett still. Ich glaube, der ist in in Ferienlaune. Habe ich auch irgendwie das Gefühl. Es sind ja Winterferien. Ja. Und falls Fragen aufkommen, ob wir auch Ferien haben, nein, haben wir nicht. Meine letzten Ferien, die sind 18 Jahre her. Heide Witschka. So, dann brauche ich zwei davon. Wenn man heute drüber nachdenkt. Ja, ist eine lange Zeit. So. Hier brauche ich 10 Stück. So, habe ich. Und dann brauche ich dieses Raffini oder Raffit. Wo bekomme ich das hier auch einmal schon wieder her? Aber. Hier. So, heute hatte ich ja noch auf Arbeit Sonderschicht. Okay. Und ich dann darin, ich bin auch ganz normal heimgefahren. Und dann Nachmittag wurde ich vom Chef persönlich wieder abgeholt. Und dann noch mal eine Stunde extra mit ihm zusammen gearbeitet. Aber es hat auf was mit meiner Ausbildung zu tun, die ich nebenbei noch mache. Ja. So. Deswegen ist das. Keine Energie, okay. Okay. Hab. Nee, das kann ich nicht reingeschrieben haben. Das war Krümel. Und wir haben einen neuen Follow. Danke für dein Follow, Flo. So, wir brauchen. Krümel, wenn du dir wehgetan hast, sollen wir ein Pflaster vorbeibringen oder was ist passiert? Weil so viel Enden. So, wir können. Keine Energie, was? Ah, wir haben da gerade keine Energie, darum kann ich. Hi. Okay, ja, wahrscheinlich hat sie jetzt gerade einen Lachkrampf oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Der Bot soll sich darum kümmern. Bot sagt, ist in Ordnung, dann ist er in Ordnung. Oder bringt sie Ricky gerade zum Dauergrinsen? Keine Ahnung. Weil keine Ahnung. Ist ja bei ihr mit, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es gerade ziemlich, ja. Rate mal mit Rotkahl, ne? So viel H und Hi und Hu. Wie viele Batterien brauche ich hier nochmal? Also für meinen Controller brauche ich maximal nur zwei. Okay. Drei. Ah, ich brauche... Wassermarsch, Wassermarsch. So, Nico, zweimal Wassermarsch. Schon wieder. Euer Wunsch ist uns Befehl. Unten im Chat, wir hoffen mal, ihr versäumt es nicht zu trinken. Okay, ich brauche drei von den Batterien. Okay, Krümel. Langsam ist ja auch mal Zeit, dass du weniger... ja, du kannst schon in den Chat schreiben, aber diese Tanten... Ha! Okay. Na gut, ich meine, das kann ich ja noch... Das geht ja, oder so nach dem Motto lachen und ist so nach dem Motto, sie hat verstanden. Ansonsten hätte ich nämlich schon nach ihren Apotheker mal gefragt. wenn ich den mal aufsuche und sage, gib da mal Bescheid. Aber nee, ist nur Gag. Oh, vielen Dank für deine 100 Bitties. So. Und ich brauche noch... Ricky ist aber heute richtig in Kinderlaune, du. Ja. Respekt. Aber Ricky, wolltest du nicht eigentlich sparen? Wurde mir von irgendjemand gesagt. So, ja. Ich habe nicht den müden Stahl. Wo bekomme ich denn eigentlich nochmal Stahl her? War sein Zukunfts-Ich. Ich hab gesagt, spar mal lieber. Stahl, Bronze. Ja, leider. Ich weiß doch gar nicht, wo ich Stahl herbekomme. Die macht sich auch schon ins Fäustchen. Stahl. So. So, auch hier haben wir wieder ein Flößer vor unseren Hütten. Den gucke ich mir mal an. Mach das. Und ich echt noch mal kurz was. Ein gesundes Huhn, das mit einem Klau ein gesundes Huhn mit ein gesundes Huhn, das mit einem Pfau gestrandet ist, kommt an. Okay. Woher kommen die beiden? Sie sehen gut genährt und schon beinahe fett aus. Okay. Schnapp es dir, füttere es mit einem Meerwurm, füttere es mit 10 Hühner. Füttere es mit 10 Hühnerhappen. Hm.
Ach. Wow. Ein Huhn. Okay. Und wie kann ich das hier ernten? Bist du denn? Ich bin auch aber auf der anderen Insel. Frag mich nicht, wie ich hier auch einmal hingekommen bin. Aber ich kann hier doch auch nichts machen. Da ist... Ups, diese Funktion funktioniert in Mehrspielermodus nicht. Input. Ich hab erstmal wieder Halloween. Aber ich wundere mich gerade, warum ich diese Ernte nicht machen kann. Ach Gottchen! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ach, alles klar. Na, ist ja klar, dass du hier rüber auf die andere Insel kannst. Du hast ja ein Boot. Ja, frag mich nicht, wo das auch einmal herkommt. Aber vielleicht war das ein Teil vom Update, weil das letzte Mal, wo ich hier war, konnte ich nicht mit dem Boot irgendwo hinfahren. Na, wo hast du nicht? Obwohl, dann warte mal. Ich kam gerade das Fluss an. Ich hab da ist da schon wieder. Da ist doch schon wieder dieser komische Pfau mit diesen. Mit den Huhn. Weil guck, jetzt kann ich dir das mal zeigen. Komm mal mit hier vor. Ungefähr nicht bis. Ja, Moment. Natürlich. Ja, ich wollte immer noch die Batterien da unten mir rausholen. Wo bist du? Ah, hier. Ein gesundes Huhn, damit sie mit. Ah, einmal. Sehr schön, alles klar. Dann willkommen. So, ich gehe wieder in meine Tiefe des Waldes. Ja, wo ist. Wo ist dieses Boot? So. Ah ja. Boot verbreiten? Zwei habe ich jetzt. Ich brauche, muss kurz was trinken. Und was essen sollte ich vielleicht auch. So, und dann sollte ich... Okay, da mache ich noch nichts. Ich produziere mal wieder Holzkohle, wenn wir welche das, brauchen. Mach das. Ich muss mich nur kurz über... Ah ja, ich kann ja nach unten gehen und dann weiß ich ja, wo ich ungefähr die... nachher bekomme. So, Stahl, Baumaterial da in der... Schmelze! Stimmt! Oh, Krümel möchte wieder Kekse haben, wurde mir mitgeteilt. Kekse. Kekse für Krümel. Kekse für Krümel. 8 und 8 und 1, Krümelmonster ist auf dem Weg
zum Krümel. Ja, davon habe ich auch dann nicht viel. Okay. So, dann. Okay. Ricky ist erstmal ganz leise. Ja, so nochmal ein. Also ich frage mich eigentlich immer noch, zu was wir damals eigentlich Häuser gebaut haben, wenn es die Leutchen hier absolut nicht nutzen. Ja. Ja. Ich bin hier gerade bei den Beeten, der eine pennt mit den beiden Beeten in der Ecke. Wie der andere, wie ein Koch hier, der rennt rum, wie als ob er 20 Suppenkessel auf einmal ausgetrunken hätte. So. Ich muss ich selber. Ja, also die hängen alle ziemlich mit dem Kopf nach unten oder dem Motto, müde. Ich muss ich euch mal kurz nochmal kurz groß. Da, hier, Krümel. Da hast du immer was zum Essen. Darf deine Maus nichts mehr benutzen? Oh, ich darf meine Maus nicht mehr benutzen. Was? Das hat sie wirklich eingestellt. Krümel! Guten Tag, ich bin noch mal kurz da. Ja, dann benutze ich meine Maus. Ich wollte eigentlich was anderes schicken, bin aber auf Halloween irgendwie draufgekommen. Ja, passiert. Darf die Maus nicht mehr benutzen. Ja, ich sollte vielleicht auch mal einen Timer anmachen. Timer ist erstmal mein Handy. Eigentlich gebe ich für OBS auch einen Timer, aber der ist aktuell mal wieder nicht aktiviert. Lass mich mal kurz einen Timer raussuchen. Ja, mach das. Wer schläft denn da neben mir? Meine Herren. Du sollst die Kekse durch den Bildschirm uns schicken. Wir wollen auch Kekse haben. Okay, ist in Ordnung. Ja, Krümel. Ich glaube, dann müssten wir erstmal welche. Ach. Stoppuhr, Timer. Timer, 5 Minuten. So, Timer ist gestellt. Seht ihr es? So. Ja, jetzt sehen wir's. Ich mache das extra auch noch laut. Wenn echt dann gleich klingelt. Und dann laufe ich hier einfach noch mal ein bisschen herum. So, währenddessen kümmere ich mich mal hier um den anderen Kessel. Ja. Ja, der. Dillt eigentlich dann die Maus auch bei Nico? Keine Ahnung. Ja, das wäre ja sonst, also ich finde die Aktion eigentlich, wenn ich mal so ausdrücken darf, komplett bescheuert. Oh. Weil so kann man ja dann nicht mehr im Spiel irgendeine Aktion. Nico, da ist genau das, was der Sinn dahinter ist, um den Streamer damit zu ärgern. Okay. Da ist genau mit Absicht, ja. So, dass der Streamer, der sagt, ich hab da gerade die Maus, ist hier, seht ihr ja. Die liegt da ja. Und ich laufe hier einfach nur herum. Könnte ich. Ne, geht nicht. Okay. Übrigens, mein
sieht, oder ist das bei dir Absicht, dass man jetzt nur noch dein Bild sieht? Ja. Okay. Danke. Ich habe gerade selber rüber geschaut, denk mir so, ja. Ihr habt ja nur geschrieben, die Maus. Weil mit der Tastatur kann ich ja laufen. Neun Siedler sind müde. Also ich habe den Eindruck, deutlich mehr. So viel wie hier mit hängendem Kopf rumlaufen. Und ja, Krümel, ich habe damit kein Problem. Weil ich kann mich bewegen, also alles in Ordnung. Ich kann euch ein bisschen die Stadt zeigen. Moment mal, ja, ich muss jetzt gucken. Ein unbekannter Wissenschaftler ist da. Hier ist unser Hessenbereich. Sag doch mal, hallo. Krümel ist wieder am Käse essen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie wir eigentlich auch Heaven Dog damals gestoßen sind. Ich bin da zufällig mal aus diesem Spielauswahl da gekommen und dann habe ich da eben gesehen. Also ja, du bist drauf gestoßen. Ich habe nur von dir damals geschenkt bekommen. Ja, das stimmt. Und hab dann so, als ich es mal mit dir angeguckt habe, beziehungsweise dann mal so, und doch auch cool. Also ja, hat ein sehr gutes Feeling. Und wie gesagt, hat ein bisschen was von Raft. Nur, dass man halt nicht mit dem Floß übers Meer schüttelt, ja. Sondern man baut sich halt von so einem kleinen Steg ein richtig fettes Hafenstädtchen, kann man ja fast sagen, auf. Ja. Und ja, hat irgendwie was. Hier ist ein Disco. Din, 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 din. Ich persönlich bin nicht so der, also, ich meine, klar, habe ich früher in meiner, wo ich noch jugendlich war, habe ich öfters mal Disco mal besucht gehabt oder so, aber jetzt mittlerweile bin ich die Zeit ist um, ich kann wieder was machen. Supi. So. Das waren je 5 Minuten. Wo ist eigentlich meine Maus da? Oh, wer rennt hier rum? Wer wie wo war? Hier ist einer mit dem Floß in der Nähe vom Leuchtturm oder direkt am Leuchtturm. Da ist einer mit dem Floß, was will der denn? Ach, das ist ein Händler. Ja, der Händler ist ja immer da. Oder sind immer verschiedene ja da. Gut, ich meine, du bist in Handelssachen besser als ich. Ja, alles gut. So, das wird. Gib mir alle deine Käse, die gehören nur mir. Okay? Ich glaube, ich weiß jetzt aber, warum Krümel den Spitznamen hat. Ja. Nehme ich dir alles. Ich glaube, da bin ich froh, dass ich selber nicht backen tue. Doch, hier hast du alle. Bei mir gibt es nämlich keine Kekse. Das stimmt auch wieder nicht. Zu Weihnachten gibt es bei dir... Doch, Käse.
Na, ab und an, aber auch nur, wenn sie meine Mutter vorbeibringt, weil ich lasse packen. Hm? Oder von der Werkstatt. Habe ich übrigens immer noch meine Kekse stehen. Ja, die muss du Krümel schicken. Hat sie der Rat selber in den Chat geschrieben. Ich meine, ich kann sie gerne schicken. Nur die Frage ist, ob sie noch auseinanderbeißen kann. Krümelhausen. Die Adresse gibt er ja wirklich. Oder war hey, da wurde irgendwie eine andere Stadt in Deutschland ausgewählt. Ob es den Ort gibt, ich meine, gut, es gibt schon wirklich komische Ortsnamen, wo du denkst, da würdest du im Leben nie wohnen. Aber ja. Ja, zur Not tut man einfach. Hier rennt ein Taucher rum. Oder war es das jetzt gerade gewesen, ein Taucheranzug? Nein. Ja, hier rennt ein Taucher rum. Ich krieg's nicht. Ja, da ist nichts Neues. So. Nächste Erforschung haben wir fertig. So. Kaffeebohnen. Open sich Wikia to finden. Out how to that see. Item. Okay. Keine Ahnung, ich hab da ich red nicht verstanden, aber soll mir da gerade ein Item aktivierst du damit, aber. Ich. Scheune. Oh. Wir haben noch keine Scheune gebaut. Nee, ich glaube, die haben wir wirklich noch nicht gebaut. Ja. Aber wir haben so einiges gebaut, aber glaube ich noch keine Scheune. Dann bin ich da gleich mal. Ja, ich sehe den Taucher. Der ist genau bei mir. So, einmal Nahrung einsammeln. Ich stelle mir einen Wecker, weil ich nicht zu spät sein darf. Okay, ja, mach das. So. Und dann schaue ich mal kurz. Nach einer Scheune. Ach, Rathaus kann ich auch. Du brauchst 75 Hoffnung, um das Bauwerk Rathaus zu errechnen. So, und wie viel habe ich? 49. Hm. Okay. Schule. Bürdersaal, Scheune. Wo ist denn die? Warte mal, eine Scheune war doch hier. Also wenn ich jetzt landwirtschaftlich denken würde, nahrungstechnisch, ne, nix. Papa. Oder? Hast du schon gefunden? Nee. Mäusehaus, Vogelnest. Iklo, Stall, Brutkäst. Also Mäusehaus brauche ich ehrlich gesagt nicht. Scheune, wo ist denn hier eine Scheune? Dessertstand, okay. Aber ich brauche eine Scheune. Tauscht das nun? Schmiede. Okay. Rathaus. Matratze. Okay. Roboter haben wir schon mal. Haus, Fels. Ich schau mal cool, wo man eine Scheune bauen kann, weil ich bin irritiert. Bin ich da gerade wirklich ehrlich?
So, ich soll mal spieltechnisch auch mal was trinken. Weil, und auch mal was essen, fällt mir so gerade auf. Scheune ist ein Ort für eine Kuh, um einen zu wöhnen. Okay. Ich hab... Also bei Tieren wahrscheinlich mit drin. Ja, du kannst selber auch mal schauen. Oh, ich hab... Ich guck gleich mal danach. Okay, hier brauche ich wieder Milch und weißer Sand. Ja. Da ist wieder das Havilon. Hab ich auch noch keins. Oder doch? Wo haben wir denn einen Pavillon? Zur Not baue ich gleich noch mal eins. So, eine Scheune. Ich guck mal bei Tierenhaltung. Eine Ranch. Iglu, Mäusehaus, Vogelnest, Springbrunnen, Haus, Trinnfeld, Matratze, So, erforsche Feuerwerkkörper. Okay. Habe ich doch schon erforscht, oder? Aber kein Haus. Heufeld. So. Okay. Haben wir da gerade einen Händler da? Dann schaue ich mal, was der uns da gerade zu bieten hat. Hat der einen Schaufel? Nein, hat er nicht. Kaputtes Radio hat er nur. Für 108. Weißer Sand. Das bringt ihm aber alles überhaupt nichts. So, weil ich habe da nur 35. Ich habe... Ich glaube, ich habe das Problem gerade für unsere schlafenden Leute gefunden. Das ist aber bei mir noch grau hinterlegt. Was denn? Ein Heißgetränkeautomat. Ja, da bin ich auch da gerade schon in ein bisschen dabei, das zu bauen. Und Problem ist... das baut alles irgendwie auch einander auf. Und das... Erstaunt. Nicht verwundern lassen, Leute. Ich guck nur wegen der Scheune grad mal nach, wo ich dann Benni sagen kann. Ich gehe noch mal auf die andere Insel. Vielleicht tut sich da irgendwas, dass ich da mal irgendwie abbauen kann. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal die ganze Liste durch, da war es nicht. Bei den Häusern war es auch nicht, oder? Haus? Weil eigentlich müsste ich die hier ja mal ernten können, aber kann ich ja nicht. Weil kein Arbeiter hier irgendwie da ist. Warum ist das jetzt gerade? Warum ist es denn, jetzt komme ich gerade nirgendwo mehr mit hier. Ah, okay. Ich baue mal, oder ich brauche nicht mal kurz Seil. Ist das, weil du gerade auf die andere Insel rüber bist? Was? Weil bei mir ist jetzt auch plötzlich die Hausseite verschwunden. Ja. Okay. Sobald du auf die Insel rüber wechselst, verschwindet die Hausseite.
Okay. Da fehlt dann ein Teil der. Der. Okay. Interessant. Seil. Wo kann ich denn nochmal Seil herstellen? Ach, unten, glaube ich. Und Seil war unten. Ja, ja, ja. Da, genau da. So, okay. Haben auch genug. Habe, Junge. Und dann gehe ich wieder rüber. Und ich sag dann, ihr immer noch weg, oder? Scheune ist bei Häusern mit bei. Scheune ist bei den Häusern? Ja, aber ist noch grau unterlegt. Ja, jetzt ist es gerade wieder weggegangen. Okay. Ah, jetzt ist es bei dir nämlich auch gerade weggegangen. Ah. Also, ich habe dann hier bei mir andere Möglichkeiten zu bauen. Okay. Also das heißt, du kannst dann daran andocken wahrscheinlich, oder? So wie das. Das sind zwei verschiedene Inseln. Boah, Anna! Was war das denn hier? Fall ich da einfach nach unten Ding? Boah. Okay. Ich sollte vielleicht langsam hochgehen. Ich bin nicht oben. Verwenden Sie 10 Seil, um einen Teil des Nestes wiederherzustellen. Verwenden Sie 10 Rohmineralen. Habe ich das? Nee. Okay, doch, habe ich. 20 Heu brauchen wir. 20 Sand und 50 Holz. Okay, Holz habe ich. Sammelst du mal, oder mach du bitte mal, ...20 Heu fertig und Sand, dann... Weizen kann ich hier... Warte mal, Heu war... Ach, nee, Heu war doch, glaube ich, hier. 20 Heu... Wahrscheinlich muss ich hier auch erstmal irgendwas aktivieren, sodass die. Dann kann ich hier auch gleich in die Forschung dann reingehen. Okay. Input. Ich hake schon wie ein Verrückter. Ja. Nur die Zeit dazu, die dauert mal wieder ewig. So, Kaffeeschote wird hergestellt von Schokolade verwendet. Ja. Wahrscheinlich muss ich erstmal irgendwas fertig machen, um das. Ich komme mal kurz rüber wieder. Dann sammle ich mir mal Seil ein. Na, willst du erstmal bei mir vorbei? Willst du das Heu erstmal abholen, bevor sie das andere klauen? Ja, mache ich. Ich könnte auch mal beim Farmer vorbeischauen. Vielleicht hat der mir irgendwas Nettes zum Anbieten.
Und ich sollte vielleicht noch mal was essen. So, ist hier wieder was? Nein. Ach, was sind das denn hier schon wieder für Leute, die nichts zum Essen herbeizaubern können? So. In deinem Rucksack hast du wohl nichts mehr an Essen. Nee. So, wir brauchen Sand, habe ich gesagt. Ich bin ja ein Heuklopfer und mir wird jetzt immer das Heu geklaut. Ja, ich. So, wie viel braucht er? 43. Was hab ich denn hier an 43? Ja, 35. Dann mach ich hier mal. So. Ja. Okay, Bas. Schönen Tag. So. Sand haben wir jetzt genug. So. Und Heu, wo ist der Heu da? Bei dir. Zwei Rollen habe ich fertig, wenn jetzt nicht mehr wieder. Ja. So, wir brauchen noch 17 und dann sammle ich in der Zeit Sal ein. Ja, dann kann ich Das Problem ist, wenn ihr sagt, ich kann immer nur die Person oder die Person, die ich brauche, kann ich auch nur einsammeln. Du kannst leider nicht irgendwas andere Leute was übergeben. Das ist. Habe ich bisher auch leider noch nicht verstanden. Jo, ich mache das sofort. So, ich warte kurz bis das alles und so, Nico hat schon wieder die nächsten zwei fertig. So, fünf haben wir. So, einmal. Das heißt, wie viel brauchst du noch? Wir brauchen noch 15. Das ist kein Wasser. Da ist aber was zum Trinken. Wasser habe ich da gerade nicht da. So. Ich schreib dann einfach rein irgendwas zum Trinken. Das kann Wasser sein, das kann Cola sein, das kann Spezi sein, das kann. Du kein Wasserleitung oder was? Wann muss ich da irgendeinen Kommentar zu dem? Nein, muss ich nicht. Das war jetzt auch nicht Spaß gemeint. So, drei sind. Benni, vergesst deinen nächsten Termin nicht, gell? Ich weiß. Okay. Darum gut. Wollte ich echt die eine Mission noch fertig machen. Na dann. Gut, mach das. So. Aber ich. Ich bin gespannt, wie viel Heuballen da stehen können. Weil drei habe ich jetzt fertig. Vier. Okay, dann komme ich kurz zu dir. Du musst weiterarbeiten. Hallo? Erstmal müssen wir. So. Du kannst weiterarbeiten. Ja. So. Fang ich mal an.
Ja. Zwölf. Okay. Ich brauche noch drei. Ich brauche noch drei davon. Bin wieder da. Jo. Baby. So, eine Rolle habe ich wieder fertig. Jo, ich nehme euch mir gleich mit und dann. Leute, wir machen noch die eine Mission hier fertig. Eins. Spiel ist spannend. Alter, Leute! Nimm doch ja, mein Leute. Zeug nicht weg! Das brauche ich da gerade. Zwei Rollen habe ich wieder fertig. Meine Güte, diese Leute sind hier schon wieder alle so gierig. Diebisch. Da hat jemand ein Bein gebrochen. Da ist jemand gehumpelt. Selber schuld. Sorry. Klaut hier einfach irgendwas. Was du brauchst. Was man Draht braucht. Ein Weihnachtsbaum. Brauchst du noch eine Heurolle oder? Ich brauch noch 9 Stück. 9? Ja. Ich dachte vorhin 3. Hat mich schon gefreut. Ja, ihnen wurden Sachen jetzt geklaut. Bescheid. Die alle so komisch rumlaufen wie Zombies. Manchmal habe ich echt wirklich gefühlt, dass ich in einem Zombie-Film bin. Und alle nur am Schlafen. Ich werde einfach nur verrückt von denen. Am Schlafen oder am komisch rumrennen. Ah. Oh, Seetan könnt ihr doch mal wieder da reintun. Ich wisch genügend. Okay. Oh, ich krieg hier schon langsam einen Handkampf. Das Spiel sieht ja so ähnlich aus wie Kraft. Oder? Ja, so ähnlich, wo du Sachen baust und ja. Aber beim Raft. Na, Raft habe ich auch noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, aber ich habe mal reingeschaut bei ihm. Ich meine Pause hier, weil. So. Fünf Stück brauchen wir noch. Aber Leute, ich sehe da gerade auch die Uhr. Das wird da gerade echt nicht mehr hinhauen. Ja, komm, die fünf Stück mache ich jetzt noch zu Ende. Ja. So, arbeiten. So, eine Rolle ist schon wieder fertig. Ich brauche noch ein Seil. Ein Seil fehlt mir. Eine Heurolle ist fertig. Ein Seil fehlt mir. Auch Gotten. Nach der Seetan fehlt mir. Oh, ich werde hier noch Wahnsinn. So, halt die zweite Rolle war fertig. So, da brennt Gott. Schon wieder was. Wo bekomme ich denn hier auch die schnelle Seetan her? Aus dem Wasser. Ja, eigentlich aus dem Wasser. Aber ja, so lange, weiß ich nicht, wie es geht. Seetan ist eine Wasserpflanze. Aber irgendwie. Leute, schlaft doch alle nicht. Seetan müsste hier sein. Oder? Nee. Nein. Hier.
So. Einen Seetern und dann. Ja. Einmal kurz braten und dann. Wie viel Rollbein brauchst du noch? Drei. Zwei sind fertig und gleich müssen wir drüber. Entschuldigung. Auch soweit sein. Jo, ich warte kurz hier. Ich würde das einzeln. Ach, was für. So. Eins. Jo, fertig. Okay, dann schaue ich kurz nach unten. Weil ich glaube, die haben eh schon nach unten gebracht. Ja. Sei ich fertig. So. Boot rüber. Stoppen. So, und Sand brauchen wir noch, hast du gesagt. Nee, gell? Sand habe ich. Habe ich mir beim Händler gekauft. Weihnachtsmann. So. Dann komm ich hier. Oh, Benny. Grüne schreibt schon. Ja, ja. Momenten. Ich will nur kurz. Oh, runtergefallen von der Insel. Ja. Ach Gott. Ja, oh, ich hasse diese Steuerung. Das ist wirklich wahr, das ist. Hier musst du echt konzentriert hochgehen. Ah! Nein, nein. Ach! Ich hab das doch vorhin doch auch schon geschafft. Ja. Schade, wieder runtergefallen. Aber was haben diese Roboter-Dinger eigentlich zu tun? Was? Diese Roboter, die hier rumschweben. Was haben die eigentlich für eine Aufgabe? Bin ich zu weit rüber, sonst fällt es wieder runter. Ja. Kommt's irgendwie schräg wieder. Alter! Ich hasse es! Moin! Gibt's da nicht was anderes zu bauen, da besser hochkommst? Ist nur eine Frage. Also, ich hab keine Ahnung. Ah ja, jetzt hat Grün mir Langeweile. Dieses Spiel! Oh. Sorry, Leute. Krümel, kann ich dir vielleicht auch helfen? Nee, ist gerade verzweifelt. Sie schreibt die ganze Zeit Benjamin, Benjamin, Benjamin. Ja, wenn ihr mich nicht streichen würdet, bekomme ich euch wahrscheinlich hin. Deswegen habe ich ja schon Krümel meine Hilfe angeboten, beziehungsweise. Nee, kann ich, weiß, was los ist. Auch. Alles klar. Okay. Ich muss nur über diese blöde Treppe hochkommen. Und die Ansicht kannst du nicht drehen. Ah. Dann siehst du die vielleicht besser. Ich weiß, es ist nur ein Tipp, Vorschlag. Jetzt. Was kommt da hier auch? Ein riesiger Vogel steigt auf die Insel. Wie ist echt zu dieser Größe der Wachen? Die Mutter Kiwi. Oh, Gekühnchen. Ja, also. Okay. Was will der Echten? Ach, keine Ahnung. Die Mutter schreit. Okay.
Ah. Alles klar. Ach, und das muss ich echt füttern. Alles klar. Das wird mir da gerade zu viel. Ich würde dann einfach sagen, das würdet ihr dann das nächste Mal sehen, wenn wir dann Heaven Dog spielen. Kann ich dann erstmal. Nee. Okay. Dann, meine Damen und Herren, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr heute dabei war. Ja, ich komme sofort und ich wünsche euch von dem heutigen Tage einen wunderschönen guten Tag. Hier schaue ich kurz. Ja, ich rede euch dann gleich noch zu Techrot und sag damit einen wunderschönen guten Abend. Macht gut. Bye, bye. Ciao.